Wir haben ja eine Rohstoffknappheit und nach dem ersten Corona-Schock ist auch die Wirtschaft in Deutschland wieder ganz nach oben gefahren. Das heißt, die Nachfrage nach Rohstoffen ist auch groß und so hat sich mittlerweile ein riesiges Geschäft daraus entwickelt, auch hier auf dem Schrottplatz in Michelstadt im Odenwald bei Familie Koch. Und vielleicht können wir gerade mal ein paar Bilder zeigen von dem ganzen Schrottplatz, weil da sieht man nämlich, dass da überall große Haufen sind. Das heißt, überall, wo der Schrott angeliefert wird, wird dann der Schrott aufgearbeitet, wird geordnet, wird dann von Dreck befreit, der immer noch dran ist. Da gibt es Plastikanhaftungen, da gibt es Holzanhaftungen und so weiter. Und dann gibt es eben den ganzen Schrott gibt es dann eben wieder in so einer Situation, dass man ihn dann abtransportieren kann, zum Beispiel eben zu Eisengießereien und auch zu Stahlwerken. Aber das Thema war ja eigentlich, dass hier Privatleute kommen und da sind auch welche da. Schönen guten Tag. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Moor. Und Ihr Name? Felix Moor. Felix Moor. Also Familie Moor ist da, ja. Vater und Sohn. Was haben Sie denn gebracht? Was wollen Sie zu Geld machen? Wir haben hier Zinkbecher von unserer Oma aus dem Keller. Und ja, die wollen wir jetzt heute abgeben. Ganz genau. Dazu muss man das Ganze ja mal wiegen. Das heißt, man muss mal feststellen, wie viel ist das denn eigentlich? Und wenn man dann die Kilos ermittelt hat, dann kann man auch den Kilopreis tatsächlich dann berechnen und dann auch ausbezahlen. Und dafür ist dann hier der Juniorchef da. Das ist hier der Herr Koch. Grüß Sie. Hallo. Genau. Wie viel ist das jetzt? 7 Kilo. 7 Kilo. Ja. Woran erkenne ich denn, wie werthaltig dieses Zinn ist? Zinn hat so ein relativ eigenartiges Knirschen. Daran erkennen wir das ganz gut. Also ich höre es, ich hoffe, die Zuschauer hören es auch. Okay, gut. Und wenn die Herren jetzt hier Geld abholen wollen, was passiert jetzt? Genau, ich schreibe das Gewicht auf. Einmal das Material, was es ist. Und das Gewicht. Und die Kunden kommen nach dem Beleg. Und damit geht es dann rüber an die Kasse. Gehen wir mal zur Kasse, oder? Ja, ganz genau. So. Was glauben Sie denn, wie viel ist das wert? 5, 6 Euro. Ich denke, ich würde es bekommen. 5, 6 Euro. Okay, schauen wir mal. Wir werden gleich die Auflösung haben. So. Der Weg zur Kasse ist ein paar Meter. Guten Tag, Entschuldigung. Wir müssen gerade mal schnell kassieren, wenn möglich. Ganz genau. Schön wieder. Dankeschön. Wir sind da gleich dran, keine Sorge. So, jetzt schauen wir mal, wie viel es wirklich gebracht hat. Ja, bin schon ganz gespannt. Genau, Zinn ist ja auch eines der Materialien, die gerade sehr nachgefragt sind. Das habe ich schon erfahren. So, was haben wir? Schau mal, lieber Uwe. 6 Kilo Zinn, 72 Euro. 6 Kilo Zinn? Jawohl. 27 Euro. 72 Euro. Wie viel? 72. 72 Euro. 72 Euro, ja. Wahnsinn. Das ist ja echt eine große Menge. Alles klar. Vielen Dank. Neue Berufswechsel, der Uwe. Ganz genau. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Geld auf jeden Fall. Ja, machen wir. Dankeschön. Viel Spaß. So, dann haben wir hier noch den Herrn Koch. Ganz genau. Ja. Was sind denn so die Materialien, die am besten gehen am Schrottplatz? Ja gut, Zinn haben wir ja gerade gesehen. Kupfer, Messing. Genau. Wie sind da die Preise? Ja gut, bei Zinn hatten wir es ja jetzt gerade gesehen, sind wir über 10 Euro. Kupfer über 6 Euro. Messing 3,50, 4 Euro. Je nachdem. Wahnsinn. Ja. Was war denn das Skurrilste, was Ihnen da passiert ist? Eine Frau hatte mal gelesen gehabt, dass sie für Schrott Geld bekommt. Und dann kam sie an mit einem Eimer voll an Hufeisen. Waren, glaube ich, 40 Kilo oder irgendwas. Und hat sich danach dann auch gefreut, dass er einige Euros dann bekommen hat dafür. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Vielen Dank, Herr Koch. Gerne. Ja, man hat also gesehen, man bekommt tatsächlich für den alten Schrott, den man zu Hause hat, egal was es ist, Kupfer, Messing, solche Dinge, noch richtig viel Geld. Also es lohnt sich, zum Schrottplatz zu gehen.